Moin, Manuel ist hier und ich habe eine kleine Aufgabe für euch zum Nachdenken, beziehungsweise eine These, über die ich gerne mit euch diskutieren würde in den Kommentaren. Und zwar ist die Frage, wenn wir als Menschheit die Kernfusion hinkriegen sollten, also nicht nur die Kernspaltung, sondern die Kernfusion, die ja ein sehr anderer Prozess ist und die unter ganz anderen Umständen läuft. Und ich verlinke hier mal irgendwo Wikipedia, irgendwo gibt es jetzt einen Link im Bild, den ihr sehen könnt. Die Kernfusion ist im Prinzip relativ gut verstanden, aber sie ist halt noch nicht umgesetzt. Es gibt Projekte wie ITER, die mit Milliardenaufwand versuchen, das in den nächsten 10, 20 Jahren ans Laufen zu kriegen. Und die Frage für mich ist, was passiert, wenn das funktioniert? Wenn wir also tatsächlich aus kleinsten Mengen Wasserstoff, Helium fusionieren können und dabei die entstehende Energie nutzen können. Das ist ein Energiereservoir, das noch sehr, sehr viel größer ist als das, was wir im Moment mit der Kernspaltung schon nutzen. Und eine Welt, in der Energie kein Problem mehr ist, ist tatsächlich interessant, weil da eine Menge Dinge auf einmal funktionieren. Auf einmal würde ein Elektroautosystem, das ohne fossile Brennstoffe auskommt, wunderbar funktionieren können, weil wenn Energie nichts kostet, dann ist das im Endeffekt auch effizient. Und es ist halt Energie, die dann eben nicht wie die Kohle verschwunden, in Anführungsstrichen ist, verbrannt ist, sondern es ist in dem Sinne dann eher den erneuerbaren Energien ähnlich. Wie gesagt, ich bin mir total bewusst, dass es dabei auch Probleme mit der Entsorgung und auch mit Radioaktivität gibt, die entstehen, ähnlich wie bei der Kernspaltung, aber soweit ich das verstanden habe, nicht ganz so problematisch. Aber es ist für mich eine interessante Überlegung, ob das vielleicht die Technologie ist, die die Menschheit über dieses Problem der Erderwärmung auch drüber hinwegbringen kann. Weil sobald ich unendlich Energie zur Verfügung habe, kann ich auch eine Menge Dinge machen, um Kohlendioxid wieder aus der Luft zu holen, um also diese Treibhausgase quasi zu neutralisieren und zu sagen, mit einem extremen Energieaufwand, der mir aber egal sein kann, wenn ich unendlich Energie habe, mit einem extremen Energieaufwand kann ich heute auch schon viel tun. Ich könnte da tatsächlich auch eine Menge ja, Masse einsparen an den gefährlichen Gasen, aber es ist halt total energieineffizient und deswegen habe ich am Ende mehr Probleme, weil ich die Energie irgendwoher beschaffen muss. Und wenn ich Kohle verbrenne, um dann Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu holen, dann habe ich am Ende halt im besten Fall Nullsummenspiel eher was bei verloren. Ja, diskutiert das doch mal und sagt mir eure Meinung. Ich würde mich freuen, darüber zu reden. Eine Analogie vielleicht noch: Man hat vor ungefähr 60 Jahren, also Anfang der 50er Jahre, auch gedacht, dass man das Problem der Energieversorgung mit der Kernspaltung löst. Also vielleicht ist die Kernfusion ein ähnlicher Punkt. Ich glaube, wir wären heute nicht da, wo wir sind ohne die Kernspaltung, aber wir sind auch nicht da, wo wir hätten sein sollen, wenn die Prognosen aus den 50er Jahren wahr geworden wären bezüglich der Kernspaltung und ihrer ja, disruptiven Kraft für die Energieversorgung und für das Aussehen der Welt. Das hat sich dann, wie viele Erfindungen im Laufe der Menschheit übrigens ja auch, tatsächlich ein bisschen ausnivelliert, das war dann doch nicht ganz so extrem in seiner Änderungskraft, in seinem Potenzial, die gesamte Welt so umzukrempeln. Vielleicht ist das auch ein Schicksal, dass der Kernfusion drohen würde, wenn sie denn überhaupt wahr werden würde. Hier unten sind die Kommentare. Lasst eure Meinungen da, ich freue mich drauf und vielleicht kriegen wir eine interessante Diskussion ans Laufen. Kernfusion, Rettung oder doch nur ein Hype, der am Ende nicht der richtige Weg ist, um die Welt zu retten. Ich bin gespannt.